Hallo, im vierten Teil meiner Reihe Teams aus Schülersicht. Heute geht es um Aufgaben. Hier sieht man schon bei Aktivität den roten Dreier. Zolle hat drei neue Aufgaben bekommen. Wenn ich hier anklicke, das sind diese drei obersten. Er hat auch andere Aufgaben, die er schon oder vielleicht angesehen hat, vielleicht auch nicht erfüllt. Wenn er hier unter Aufgaben reingeht, sieht er auch noch einmal seine gesamten Aufgaben in allen Teams. Und hier sieht man auch, eine Aufgabe ist ja schon morgen fällig. M, das heißt also Mathematik, Teilbarkeit durch 3. Das ist eine überfällige Aufgabe, darum sieht man sie auch als rot. Hier ist eine Aufgabe, die morgen fällig ist, ganze Zahlen Online-Übung im Testteam eben. Ich klicke hier mal hier drauf und schon wird mir die Aufgabe angezeigt. Die Anweisung lautet, klicke auf den Link und spiele bis mindestens 299 Punkte. Erstelle davon einen Screenshot mit der Tastenkombination Steuerung plus Shift plus S. Lies dir dazu die Anleitung Screenshot-Ausschnitt erstellen am PC-PDF durch. Das ist dort unten. Und hänge diesen Bildschirmausschnitt mit Arbeit hinzufügen. Das ist da unten an. Und klick dann auf Abgeben. Das ist da oben. Als allererstes klicke ich hier mal diesen Link an und komme hier auf eine Rechenübung. Ich sollte diese lösen. Das mache ich hier schnell. Minus 8. Minus und Minus ergibt natürlich dann plus 24. Und das muss ich hier noch lösen. Plus 16. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Jawohl. Punktestand 35 Punkte. Und hier sollte ich jetzt weiterrechnen, bis ich eben 299 Punkte erreicht habe. Das mache ich jetzt nicht so weit. Ich gehe wieder zurück. Ich kann hier oben ja navigieren. Wieder in mein Teams zurück. Und da steht ja, ich soll einen Screenshot-Ausschnitt erstellen mit diesen Kombinationen. Hier ist eine kleine Anleitung. Ich klicke hier mal drauf. Und hier kommt die Anleitung, wie ich das machen sollte mit Steuerung mit Windows, Shift und S. Dann wird das hier am Bildschirm, am rechten Bildschirmende, ist dieser Ausschnitt verfügbar. Den kann ich anklicken und kann den dann abspeichern am Computer. Und von dort ist er auch wieder abrufbar. Ich schließe jetzt diese Anleitung ganz einfach hier oben und probiere das jetzt einfach durchzuführen. Ich navigiere wieder zu meinem, klicke Windows, Shift und S. Und jetzt kann ich mir aussuchen, das Rechtecksymbol. Ich lasse die linke Maustaste gedrückt und fahre über dieses Bild drüber, lasse die linke Maustaste wieder aus. Und schon hat sich jetzt dieser Screenshot selbst erstellt. Ich kann hier hinklicken und kann jetzt dieses Bild wie gewünscht speichern. Ich speichere es am besten unter Bilder ab, Screenshot. Ich kann hier natürlich einen Namen einfügen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe mal ganz schnell einfach unter Speichern. Kann dieses Fenster wieder schließen und ich navigiere wieder zu Teams zurück. Und bei Arbeit hinzufügen kann ich jetzt dieses Bild suchen. Ich habe es weder in der OneDrive abgespeichert noch in Teams, sondern auf meinem Computer, deshalb von diesem Gerät hochladen, klicken und ich weiß ja, ich habe es unter Bilder abgespeichert. Jetzt gibt es hier einen simplen Trick, bevor ich das alles durchsuche. Ich klicke hier auf das Wort Datum und dann sehe ich eigentlich schon den letzten Screenshot am 8.11. und den füge ich hier jetzt einfach ein. Klicke auf Fertig und jetzt noch auf Abgeben. Jetzt erscheint eine kleine Animation. Und ich weiß, ich habe jetzt die Aufgabe abgegeben. Natürlich könnte der Schüler oder die Schülerin diese Aufgabe auch allein am Handy lösen und hier einen Screenshot am Handy machen. Das kennen die Schüler sowieso alle. Okay, bis zum nächsten Mal.